Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800 Finale. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich. Ja, Leute, lasst uns heute wieder die Segel setzen und in Enbesa ein bisschen weiterbauen. Denn da sind wir in der letzten Folge, haben wir dort aufgehört, weil wir einen Mangel hatten an Stahlträgern. Und die sind leider noch nicht da, aber die werden demnächst kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, dann geht es hier weiter. Wir werden hier die Leinenproduktion etwas erhöhen, damit wir hier Teppiche herstellen können. Ja, Krankheit, mal schauen hier. Kein Krankenhaus hier. Das ist natürlich schlecht. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ah, okay. Können wir hier ein Krankenhaus vielleicht schnell bauen? Ja, perfekt. Die Teppichproduktion, die wollen wir natürlich erhöhen. Kann man hier nicht ein Krankenhaus bauen? So, nee, irgendwie doch, kann man auch. Yeah. Okay, müssen wir wohl später, früher oder später auch noch machen. Okay, Teppichproduktion erhöhen. Das werden wir hier in Angriff nehmen. Da mache ich mal hier jetzt ein bisschen Platz. Die alten Wege einfach mal abräumen. Und dann schauen wir mal, wie wir das am besten hier hinbekommen. Was haben wir hier eigentlich noch? Badküche hier. Ach, Meeresfrüchte, Eintopf. Weiß nicht, muss man hier ein bisschen... Stellen wir das nicht hier oben irgendwo her? Machen wir das alles hier unten? Ach, ich glaube ja. Das haben wir wirklich alles hier runter verlegt wegen... genau. Kann ich helfen? Okay. Mir gefällt es an allem. Ja, müssen wir später auch noch schauen, was hier los ist. Volles Lager hier an Krebsen. Was ist hier los? Badküche, genau. Und da machen wir natürlich auch ein bisschen wenig. Wie sieht es hier aus? Was brauchen wir denn hier an? Ach doch, hier haben wir eigentlich genug hier. Okay, das können wir natürlich auch. Das ist ja Lebensmittelproduktion. Da haben wir hier ein Item. Ich glaube, hier noch drin. Ja, das können wir auch gleich ausladen hier. Nochmal um 40% Produktivität erhöht. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier doch gleich mal weiter. Okay, perfekt. Die Schiffe sind da. Das heißt, jetzt werden wir erstmal Leinenstoffe ein bisschen erhöhen. Ganz klar, Stahl haben wir genug. Ein Schiff fährt vielleicht hoch, Motoren zu holen. Haben wir hier ein paar übrig. Gut, dann gehen wir mal hier ran. Also hier wollen wir alles natürlich begrünen. Hier werden wir... mehr Land zu bestellen. Was ist hier? Was brauchen wir jetzt? Wieso können wir das hier jetzt nicht bauen? Treptow-Scheune hier nicht. Ah, doch, jetzt. Okay. Gut, dann machen wir hier einfach mal weiter. Wir machen einfach alles voll. So, sehr gut. Okay, passt. Jetzt müssen wir ein bisschen gut planen hier, dass wir hier das alles hinbekommen. Und wie wir das alles begrünen dann, müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt sagen, wir fahren mit den Kanälen hier noch etwas runter. Genau. Bis so reicht es schon. Dann kommt hier jetzt noch mehr von diesen Farmen hier hin. Menschen lassen sie hochleben. Traktor noch dazu, passt. Dann wieder alles ausfüllen hier. Farben schon mal hier ein bisschen hoch. So, sehr gut. Können wir hier am Rand schon ein bisschen ausfüllen, so bis hier hin. Passt. Okay, dann. Ach so, Mist. Wir haben hier noch mehr Kanäle. Doch, es sind noch 100 Kanäle, kann man hier noch machen. Das ist ja Wahnsinn. Dann ist das hier ein bisschen
Bisschen blöd. Oh, hier ist halt doch auch so viel noch grün. Das ist schon ein bisschen hart hier. Hm. Hätte man locker noch eine Farm wahrscheinlich reinbauen. Weißt du was, das probiere ich einfach mal aus hier. Einfach mal gucken, ob wir hier... Ist halt schon viel Platz und verschwendet. Ja, schaut mal, das ist... Locker geht das hier rein. Sehr gut. Und hier könnten wir eventuell... Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Einfach schauen, dass man den Platz so gut wie möglich nützt. Können wir auch noch Kanäle. Zack. Ich bin mal gespannt, ob wir das voll bekommen hier. Ja, seht mal, das ist doch super. Ja, nochmal eine Farm reingeknallt hier. Ja, das ist mal gut ausgenutzt, würde ich sagen. Und hier, weiß ich nicht, schaffen wir das hier auch? Ich weiß es nicht. Noch ein bisschen wenig Platz eventuell. Aber das probieren wir natürlich auch aus hier. Vielleicht... kriegen wir das auch voll. So. Weg noch hin mal. Zack. Dann schauen wir mal, wie viele Felder wir hier... Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. ...noch voll bekommen. Ja, sehr gut. Nochmal eine Farm rein. Ja, das sieht doch jetzt wirklich schon ein bisschen professioneller aus. Hier haben wir doch zwei Farben noch reinbekommen. Das ist natürlich... cool. Doch, das ist wirklich richtig klasse. Hier muss man so ein bisschen, hier gefällt mir das nicht so ganz. Ah, hier muss man ein bisschen etwas tun. Ja, und zwar wir müssen hier ein bisschen, haben wir doch noch mehr Kanäle, wo wir, die Frage ist halt, gehe ich jetzt hier rüber? Was brauche ich eigentlich? Die Eisenbahn bis hier hoch? Frage ich mich gerade. Hä? Ach so, die hätte ich später noch hier hoch sollen. Aber das brauchen wir nicht. Nee, das passt. Hier oben können wir gerne noch dann zugleistern mit Häusern. Machen wir halt ein kleines Städtchen noch zusätzlich hin. Okay, dann... Schauen wir mal, wie wir das hier machen. Wir haben hier noch 100 Kanäle. Das ist wirklich wahnsinnig viel. Können wir auf alle Fälle hier runtergehen. Ganz klar. Ja, hier müssen wir schauen, dass wir gut durchkommen. Können wir auch so. Ja. Okay, mal probieren wir es mal so. Also wir bekommen hier jede Menge Farmen noch hin, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Da haben wir wirklich genug Platz noch. So, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also ich habe hier noch eine komplette... Jetzt frage ich mich, warum sind das 500 und das nur 305? Hey. Will ich jetzt nicht ganz. Auf alle Fälle könnten wir das nachher wegmachen, ja. Warum ist das so viel? Verstehe ich nicht. Tja, auf alle Fälle haben wir hier noch genug Kapazität frei. Fahren wir einfach mal darüber. Ja, und dann kommt hier dann das nächste. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren,
wie das am besten, wie wir da am effizientesten hinkommen. Mal sehen, ich bin mal gespannt, ja, dass wir hier halt alles ausfüllen, was geht. Nur schauen, wie wir das hier mit den Farmen dann hinbekommen. Bin ich mal gespannt, dann sieht eigentlich die Produktion jetzt aus von den Leinen. Ich denke, die wird, sollte doch jetzt bald steigen, oder? Also irgendwie ist das zu wenig und ich weiß nicht, was hier los ist. Auf alle Fälle können wir anfangen, jetzt hier eine Handelskammer hinzubauen und dann schon mal Teppiche herstellen, die ersten. Ja, ich denke, so passt es ganz gut. Teppichknöpfereien, genau. Wandteppiche, da brauchen wir natürlich auch noch einiges. Da machen wir einfach jetzt mal. Okay, was haben wir hier? Hier brauchen wir natürlich ein bisschen die Arbeitskräfte runterdrücken. Das wäre nicht schlecht. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Ach, Hirten, genau, das rein und dann passt es. Dann können wir hier aufrüsten. Wir brauchen jetzt nur Ziegelsteine. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ziegelsteine holen wir schnell. So, wunderbar. Ja, hier können wir wirklich jetzt... Wow, was ist denn hier los? Junge. Ja, hier das vielleicht... Nicht schlecht, wenn wir ein paar Anlegestellen noch machen, oder? Ich denke, das ist kein Fehler. Denn hier wird ja dann doch gut produziert. Hier dürfen doch einige Schiffe dann anlegen. Ein bisschen den Lagerraum erhöhen, das machen wir natürlich auch dann. So. Okay, jetzt warten wir erstmal, bis das Schiff mit Ziegelsteinen hier kommt. Mehr Druck im Kessel. Hier können wir trotzdem das gleich zweite gleich aufladen mit Ziegelsteine. Da brauchen wir nämlich doch jetzt einiges. Da brauchen wir doch einiges. Und dann können wir uns überlegen, ja, dann die ganzen Wasser-Crew-Dingsbums sollen wir hier mal abladen. Und dann machen wir erstmal ein paar Anlegestellen, damit sich das hier ein bisschen entspannt. So, ich denke, das passt. Kisten unter Deck. Okay. Okay. Ach, da braucht man auch. Nee. Also haben wir jetzt zu wenig Älteste. Können wir noch ein bisschen aufrüsten hier? Nein, kann man nicht. Was fehlt? Ich lebe wie ein Irenia, okay. Nur ohne die Verantwortung. Okay, da fehlt noch ein bisschen Ziegenmilch und Trockenfleisch. Okay. So, jetzt haben wir auf alle Fälle, denke ich mal, genug Ziegelsteine für den Anfang. Kann man ein Schiff noch hier hochfahren lassen? Okay, hatte ich irgendwo noch eine Glocke übrig? Kann das vielleicht sein? Nee, leider nicht. Arbeitskräfte minus 40%. Ja, das nehmen wir auf alle Fälle jetzt mal noch mit. Was haben wir sonst noch? Hier oben noch etwas. Will ich eigentlich mit diesem Item hier? Keine Ahnung. Okay, das fahren wir jetzt aber. Ach, okay. Dies noch abladen hier. Buchmalerei. Da müssen wir mal schauen. Das würde ich nicht hier machen. Auf alle, keinen Fall.
Aber das können wir abladen hier. Dann fahren wir. Ja, dann müssen wir trotzdem jetzt schauen mit Items, dass wir da ein bisschen... Wie wir das hinbekommen am besten. So, jetzt machen wir hier erstmal den die Weg Menschen hoch. Lassen sie hochleben. Dann, was brauchen die? Achso, Lagerhaus. Okay, machen wir nochmal Teppichknöpfe rein hier hin. Dann kommt ein Lagerhaus. Genau. Das ist kein Kaffee. Okay. Passt. So, gut. Teppichknöpfe rein. Laufen dann ganz gut. Denke ich mal. Mal sehen, ob das dann mit dem Leinenstoff aufgeht. Ob man da eventuell noch ein paar Leinenweber rein. Ach, wir haben immer noch keinen Flachs. Das kann doch nicht sein, dass wir zu wenig Flachs haben. Das ist ja Wahnsinn. Dann müssen wir einfach weiter bauen hier. Ich baue schon das Richtige, oder? Die laufen mit 340%. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Das ist ja Wahnsinn. Gut, wir bauen volles Lager. Wir bauen hier trotzdem jetzt erstmal weiter. Am besten ja auch mit Kanälen. Aber das, ja, weiß noch nicht so ganz, wie wir das hier alles hinbekommen. Das wird noch spannend. Also, jetzt machen wir es mal hier weiter. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wieder ein Item fertig erforscht. Ich habe etwas für ein Besser an Items erforschen lassen. So, jetzt machen wir hier noch weiter. Gehen wir hier mal rüber. Mal sehen, wie man das, wie ich da rankomme. Das wird ein bisschen tricky alles. Ich weiß noch gar nicht, wie ich da durchkommen soll überall. Machen wir mal hier ein paar Lachsfarmen einfach noch hin. Okay. Dann würde ich sagen, hier noch ein Lagerhaus rein. Brauchen wir dann doch. So, okay. Gleich ein bisschen ausbauen hier. So, dann geht's weiter. Wir werden ja hier wohl genug Flachs anbauen können. Hoffe ich doch mal. Das bekommen wir schon hin. Also, muss man wieder versorgen mit Sprit. Ja, muss man so machen. Gut, nächste. Kriegen wir hier oben noch eine rein, vielleicht. Ja, nicht schlecht. Ja, doch so. Könnte es gehen. Eieiei. Ja, entweder wir machen hier ein paar Farmen ohne. Ohne Sprit hier noch hin. Mal sehen. Hier ist ja doch jetzt viel Platz frei. Und da komme ich gar nicht mehr hin, da oben. Weiß gar nicht, wie ich es selbst ausfüllen soll. Es ist schon nicht so ganz ohne. Mit diesen... Wir hätten hier eine Eisenbahn. Schwierig, schwierig. Doch, hier wurde eine... Die Linie könnten wir hier hoch machen. Und hier oben nochmal einen Tankhof hin. Manchmal frage ich mich, wie es gewesen wäre, wenn ich als Nihirani, als Gelehrter zur Welt gekommen wäre. Aber ich bin glücklich. Ja, hier ein Tankhof vielleicht. Ich weiß nicht. Mal sehen, wie das alles aufgeht hier.
Das ist ein bisschen schwierig, ne? Gefällt mir nicht so, das Ganze. Gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal weg hier. Das könnten wir ein bisschen anders bauen. Hier lassen wir mal das Lagerhaus hier runter. Mal sehen, wie wir das jetzt machen hier. Fangen wir mal von hier an. Dann schön mit einer Linie nur hochgehen. Zum Platz sparen, ne? Das Ganze machen. Hier können wir noch etwas weiter runter mit dem Kanal. So. Dann kommt die nächste. Die nächste hier hin. Irgendwie. Jetzt kann man wieder keine mehr. Das ist. Da kommt man da nicht weg. Das ist auch blöd. Nicht so einfach hier das Ganze hinzuplatzieren. Irgendwie. Es wird schon knapp hier der Platz. Aber klar, die laufen natürlich mit 340%. Das ist schon eine ganze Menge. So, jetzt können wir hier eigentlich zumachen. Das Ort hier. Tja, dann haben wir trotzdem oben den Platz die noch Epidemie hier. Die Epidemie wurde besiegt. Ja, das war's dann schon wieder. Okay, weiß nicht, wie wir das hinbekommen alles. Es wird nicht einfach werden. Wir können hier noch ein bisschen Lagerhaus hinmachen. Zum Beispiel hier können wir noch eins, zwei hier machen. Und dann sie auch noch ein bisschen mit Waren abholen. Gut, dann werden wir hier die nächsten Farmen hier platzieren. Hier müssen wir halt schauen, wie wir das jetzt machen mit den Kanälen. Hier irgendwie vorbeikommen. Bisschen alles grün machen hier. So. Dann fangen wir mal an. Haben wir eigentlich noch genug Wasser hier? Ja, mehr wie genug. Dann wollen wir hier mal die ersten Farmen hinbauen, die dann hier starten. Ja, können wir gleich. Wir können auch hier den Weg ein runterziehen zum Tankhof, dann geht die Betankung schneller. Ja, ich denke, wenn wir hier wirklich alles zubauen mit Farmen, dann passt das schon. So, jetzt geht's hier weiter. Schauen wir mal schnell.
Bis wohin kriegt man hier grün? Okay. Spielt eigentlich keine Rolle, ob man jetzt. So, dann. Gehen wir von hier los. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Hier müssen wir wirklich bis aufs letzte Feld hier alles perfekt ausfüllen. Aber so können wir halt den ganzen Platz am effektivsten dann nutzen. Das ist natürlich schon wichtig, denke ich mal. Hier wirklich ganz auf den letzten Millimeter hier alles hinbekommen. Ja, ein bisschen Geduldsarbeit. Aber Geduld habe ich ja. Das ist kein Problem. Trotzdem, es dauert halt ein bisschen, ne? Da muss man halt jetzt einfach durch. So, dann gehen wir mal hier hoch. Mal sehen, wie weit wir noch da nach hinten kommen. Ja, das war's dann schon wieder. Okay, hier kommen wir noch ein, zwei Mal durch. Ja. Okay. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Was ist das? Schiffsbau. Okay, passt. Gut, dann die nächste Farm hier hin platzieren. Machen wir gleich, ja, würde ich sagen, hier hin. Ja, da wird jetzt, hier wird mächtig produziert, also, bin mal gespannt, was für eine Produktion wir dann haben. Diese Teppiche müssen wir ja auch, glaube ich, liefern zu den Gelehrten. Und ich denke, das ist natürlich dann auch wichtig. So, ganz. Ganz knappe Sache. Ich glaube, ich bekomme es sowieso niemals alles. Niemals alles voll hier. Das. Das war es dann fast schon. Jetzt können wir hier noch einmal hier durchfahren. Das heißt, noch eine Farm hinbauen. Eieiei. Aber gut, okay. Wir machen halt hin, was geht. Ja? Das, wenn ein bisschen was frei ist, dann ist es halt so. Hier muss ich jetzt doch alles ausfüllen. Ja, das war's dann schon. Okay, dann ist halt ein bisschen was frei. Ja? Also wie gesagt, das alles zu 1000% werden wir nicht schaffen. Bisschen schade, aber es geht halt einfach nicht. So, schnell die Bäume weg hier. Bisschen mehr Sicht haben. Okay, jetzt muss mal gucken, wie wir hier, wie wir hier rüberkommen. Wie da die Seite dann hinkommen. Das Problem, nee, das wird nicht so gehen. Tja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Sei denn, wir lassen die Schienen da nach hinten laufen, hier noch weiter, machen da hinten nochmal einen Tankhof hin. Wisst ihr was, ich glaube, das wäre gar nicht so das Verkehrte. Das werde ich jetzt mal schnell machen, weil sonst kommen wir einfach nicht mit den... Wir kommen sonst nicht hin. Nein, das wird nicht passen. So. Hier kann ich ja. Das, da bin ich jetzt wirklich gespannt, dann, wie das Ganze, wie wir die Produktion hier auch steigern können. Ja, das wird natürlich schon gewaltig werden. So, und wenn wir jetzt hier. Ja, wisst ihr was, hier fahren wir gleich ziemlich am Rand vorbei. Hier haben wir noch eine Küste. Da lassen wir ein bisschen Platz. Können wir hier überhaupt, haben wir überhaupt, ist das wirklich eine Küste, wo wir hier bebauen können? Das kann man schauen hier. Nee, haben wir nicht. Also hier können wir einfach, so gut es geht, einfach hier vorbeifahren. Das passt. Und dann würde ich sagen, ja, hier unten einfach den Tankhof hin.
Brauchen wir gar nicht so weit machen. Das ist eigentlich so, denke ich, hier schon ausreichend. Mal hier den Tankhof hinmachen. So, den gleich verbinden. Passt. Dann können wir nämlich hier noch mal ein bisschen weitermachen mit Farm. Das wird sonst nicht funktionieren. Ja, das bekommen wir sonst Probleme. So, okay. Weil dann können wir ganz entspannt hier noch zumachen und hier unten dann mit diesen anderen Kanälen. So, weil wir das wirklich gut ausnutzen können hier und auch eine gute Produktion natürlich rausholen. Was ist hier los? Wieso sind hier Felder von dort? Ach, hier reicht. Okay, zu viele Kanäle. Und hier auch. Und hier haben wir nur 300. Also das bisschen verstehe ich das nicht so ganz. Und hier sind auch jetzt auf einmal so viele Kanäle. Hä? Das soll noch einer. Aber wenn ich hier jetzt weiter baue, hier haben wir doch noch Kanäle, oder? Oder sehe ich das falsch irgendwie? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir machen hier, denke ich mal, noch voll. So. Einfach noch 66. Wenn wir das alles verbinden. Ich glaube, wir müssen das hier nur verbinden. Wenn ich jetzt einfach das ausprobieren. So. Okay. Ah, jetzt passt es wieder. Schaut mal. Sehr, sehr gut. Ah, das war. Man muss nur die ganzen Kanäle verbinden. Wenn wir nämlich jetzt hier. Pass mal auf. Haben wir hier noch was übrig? Ja, hier haben wir eine Menge übrig. Dann würde ich sagen, verbinden wir einfach das hier. Und jetzt haben wir, sehr gut, jetzt können wir noch weitermachen. Mal sehen, ich würde sagen, maximal zwei Farm, drei. Wenn wir hier hinten auch noch weitermachen wollen. Wir haben ja zu wenig Gelehrte. Mist, jetzt funktioniert die. Das ist natürlich blöd jetzt. Für manche Dinge braucht man einfach eine echte Irenia. Haben wir hier eventuell ein Schiff, das ein paar Items. Ja, vielleicht das hier. Weniger Arbeitskräfte brauchen. Ich denke, das können wir dringend hier reinsetzen. Das war das hier. Bisschen besser aus, aber noch nicht ganz. Aber so können wir es mal auf alle Fälle lassen. Ja, hier möchte ich jetzt noch ein bisschen mal sehen, was wir hier an Farmen noch reinbekommen. So, machen wir hier noch ein bisschen grün alles. Zack. Sehr gut. Genau, wunderbar. Dann schauen wir, dass wir hier noch ein paar Farmen einfach hinbekommen. Passt es? Eventuell hier noch ein Lagerhaus hier unten. Ja, ich denke. Und ich glaube, die Produktion läuft jetzt auch, oder? Der Flax sieht sehr, sehr gut aus und auch Leinstoff. Also da können wir wirklich, wie sieht es mit Teppich aus? Tja, Teppich steigt auch richtig viel schnell. Sieht gut aus. Würde ich aber trotzdem noch ein paar zusätzlich gleich noch zwei, drei Stück einfach machen. Können wir ja. Eins, zwei, drei Stück nochmal hier hinpflanzen. Dann haben wir. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Doktor. Wie heißt der?
Gefiko, Flores. Okay. Ja, von mir aus. Nehmen wir mit. Okay. Ich würde mal jetzt langsam machen. Wir brauchen ja gar nicht mehr so viel Flachs. Ich denke, das passt eigentlich jetzt erstmal. Lass mal einfach mal so. Die Produktion ist jetzt wahnsinnig hoch. Also die Lagerhäuser werden gleich voll sein. Komplett. Vielleicht noch ein paar Stickereien hier einfach zusätzlich dazu bauen. Hier sind wir ganz gut voll. Eventuell hier noch eine. Kriegen wir eine hin? Nein, leider nicht. Lassen Sie hochleben. Aber gut, okay. Jetzt können wir auf alle Fälle. Ich würde sagen, hier noch einfach ein paar Stickereien dazu. Das sieht gut aus. Lagerhäuser noch. Auch noch dazu. Klappt der Abtransport natürlich auch besser. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Hier fahren wir wirklich mit 140% schon rein. Indigo fällt, okay. Dann müssen wir ein bisschen erhöhen. Können wir hier zufällig... Ja, doch, hier können wir sogar Indigo anpflanzen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt auch gleich. Und zwar auch mit Traktoren. Dann haben wir nämlich das Problem vom Indigo, denke ich, auch gleich erledigt hier. Ja, die können wir hier reinbauen. Mit Traktor. So, zack. 216, ja, das ist schon ein bisschen mehr jetzt. Aber ist okay. So. Ach, ist der Kanal zu. Mist. Schade. Ui, das ist dann doch eine Fläche. Mächtig, mächtig, mächtig. Mal sehen. Kriegt man hier noch eine Indigo-Farm hin, klar. Dann gucken wir mal, wie viel Platz die hier braucht. Okay. Ja, 216 Felder ist schon gewaltig, aber bringt uns natürlich auch den nötigen Indigo ein, denke ich mal. Was sind wir hier? Ja, bis hier. Wieder genau schauen, wo. Passt. Okay, gut. Ja, denke, das ist gar nicht schlecht. Die produzieren ja auch jetzt ganz gut. Ja, wir werden hier noch, können wir noch zwei Items reinnehmen. Denke das hier nicht. Nee, geht nicht. Okay. Aber gut, passt schon. Das sollte ja auch so hinhauen. 300% ist schon nicht schlecht. Ja? Das ist schon ganz okay. Sieht ganz gut aus. So, volles Lager haben wir hier. Hier müssen wir jetzt noch ein bisschen begrünen und dann können wir uns überlegen, ja, machen wir auch den Indigo rein oder wie machen wir das Ganze jetzt? Wir haben noch 200, ja, genug Kanäle, sagen wir so, übrig. Hier können wir noch gut grün alles reinbringen an Grünzeug, was wir brauchen. So, machen wir alles schön grün hier. Oh, Mist, jetzt habe ich den Weg vergessen. Oh, natürlich auch. Sonst wird es schwierig. Aber ist kein Problem. Oder vielleicht doch. Nee, kriegen wir hin. Ja, das ist jetzt schon ein größeres Projekt, was wir hier haben. Also, aber ich denke, das, was wir hier jetzt bauen in Besa, das bleibt. Ja, da wird nichts mehr dran geändert.
das war jetzt nichts. Das bleibt auf alle Fälle. Also da waren wir. Bleibt für die Ewigkeit. Wir bauen hier für die Ewigkeit. So, schnell den Weg hier rüber. Und da kann man auch normal nehmen. Einfach hier entlang fahren. Zack. Bis zum Tankhof. Sehr gut. Okay, jetzt weiß nicht, machen wir hier auch eine Handelskammer hin. Vielleicht schon, oder? Das denke ich, ist nie ein Fehler. Können wir doch mit gut mit Items hier ein bisschen rumspielen. So, ich mache hier noch ein bisschen grüner. Brauchen wir natürlich. Alles grün, so grün machen, wie es nur geht. Wenn wir hier runterfahren, dann müssen wir gucken, dass wir das hier außenrum hinbekommen. Das wird gar nicht so einfach werden. Ja, bin mal gespannt. Da unten herumfahren, das wird ein bisschen schwierig. Können wir hier noch etwas runterfahren? So, okay, dann gucken wir mal, wie wir das hier hinbekommen. Na, das zwei Lagerhäuser hin. Das geht schon mal nicht. Da müssen wir mal schauen, was wir dann überhaupt brauchen. Also, ich weiß ja noch nicht. Doch, Indico ist ja voll. Keine Ahnung, warum der da gemeckert hat. Gut, auf alle Fälle machen wir jetzt genug Teppiche. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt müssen wir mal schauen mit der Handelsroute, dass wir da eventuell ein bisschen umstellen. Ja, genau. Das passt, das sind die kleinen Inseln versorgt, das ist okay. Auf die große Hand, ja okay, hier ist natürlich zu wenig, ganz klar. Da werden wir jetzt eine neue Route einrichten. Und zwar wenn wir da die Hydra nehmen. Ansonsten bringen wir keine Gewänder dahin. Okay, das wird sich jetzt ändern. Eine neue Route, die Hydra. Die Hydra. Die darf hier einladen. Gewänder. Machen wir gleich voll. Denn halt, genau, gar keine Gewänder. Wo bin ich denn hier? Ich muss doch nach Embesa. Genau hier, perfekt. Gewänder. Ich glaube, da darf man noch ein bisschen herstellen. Das ist mir noch zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier bitte abladen. Na gut, wir werden jetzt zuerst sowieso die ganzen Lager erstmal auffüllen von den ganzen Nebeninseln. Aber trotzdem ist das ein bisschen. Ja, wir dürften ein bisschen mehr produzieren. Wir brauchen auf alle Fälle noch Leinenwebereien. Ja, hier haben wir ein paar Stickereien. Klar, jetzt kommt. Jetzt müssen wir hier ein bisschen weiter aufrüsten. 1, 2, 3. Nein! Das ist das Falsche. Diese brauchen wir hier. Da passt sie nicht rein. 4 brauchen wir. Ah, Mist. Okay. Dann wollen wir die hier hin machen. Und diese. Diese Wattküchen und das Ganze.
Das war so spät. Oh, das muss jetzt auch da rein. Okay, dann machen wir das anders. Machen wir das einfach erstmal so hin. Und dann hier. Ja. Sehen wir einfach zu, dass wir so viel wie möglich produzieren einfach. Ja, müssen wir die Produktion hochfahren. Leinstoffe. Ah, Zeitung, was willst du? Ui, das ist mal alles grün. Das ist mal nicht schlecht. Können wir so veröffentlichen. Sehr, sehr gut. Genau, hier Lagerhäuser rein. Da wird es so langsam ganz ordentlich. So wie es aussieht. Ja. Fällende Waren. Hier müssen wir ein bisschen mehr Lagerhäuser brauchen wir. Das passt nicht mehr. Dann machen wir das so. Hier ziehen wir den Weg. Rüber, gehen hier runter, ein bisschen mehr Platz haben. So. So, jetzt wird's langsam. Dann verbinden wir hier, fahren wir hier runter und hier kommen noch ein paar Lagerhäuser hin. Sehr, sehr gut. So, jetzt gucken wir einfach mal, wie es hier aussieht mit dem Leinstoff. Eventuell können wir hier noch gucken, wo wir hier Hafen, freie Fläche, irgendwas haben, dass wir noch mehr Lagerplatz hier dazu bekommen. Ah, doch, hier ist einiges an Platz. Weil wir jetzt ein bisschen aufrüsten müssen, dass wir hier noch einiges mehr an Platz hinbekommen. So, denke, das passt. Sehr, sehr gut. Ein wenig Holz können wir hier besorgen. Müssen wir was kaufen hier. Zack, fahren wir gleich runter. Ja, ich denke, dann sind wir nämlich so weit, dass wir hier die ganzen Teppich und Flachsfarm alles abreißen können. Sehen wir, hier ist schon jede Menge Platz. Ich denke, das können wir jetzt auch gleich in Angriff nehmen, dass wir einfach unsere Stadt hier weiter bauen können. Denn das ist ja das Ziel, dass wir hier wirklich, ja, hier reißen wir auf alle Fälle ab. Das ist ja wirklich das Ziel, dass wir hier, hier machen wir gleich, zack, alles weg. Dass wir hier weiterkommen. Hier sind auch Flachsfarmen. Die kommen auch alle weg hier. Und dass wir hier... Ich bin gespannt, ob wir diese Stadt dann versorgt bekommen. Also, das wird sehr, sehr spannend werden. Hier sind auch Flachsfarmen, oder? Genau. Ja, schaut mal. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Da können wir nämlich hier die ganzen Kanäle auch abreißen. So, und dann eventuell diesen einen hier nehmen für die Feuerwehr. Und hier haben wir dann zwei übrig, da wollen wir Papier schöpfen oder sowas. Muss man mal gucken, wie das dann aufgeht. Feuerwehr, sind wir hier abgedeckt. Ja, können wir gleich die nächste Feuerwehr dann hinbauen. Machen wir erstmal hier noch alles. Was haben wir denn hier jetzt noch? Teff haben wir hier noch. Ein bisschen Teff farmen und ja, ansonsten nicht mehr so viel da. Ja. Es wird weniger. Ist auch gut so. Teff, was bauen wir denn Teff noch? Was wird hier noch mit Teff hergestellt? Eigentlich gar nichts, oder? Brauchen wir hier sind noch Pfeifenmacherei. Ach, da haben wir gesagt, wir lassen den Tabak hier einfach noch auslaufen. Ja, das passt, das ist okay. Pfeifen ist fast knallevoll. Könnte man sogar exportieren irgendwie in ein anderes Land oder mal überlegen.
Also Stickereien, das können wir alles abreißen jetzt. Und die auch. Nur nicht zu viel abreißen. Und das, was wirklich geht ganz schnell mal sonst. Okay, das passt so. Hier haben wir noch eine Handelskammer, die nicht verwendet wird. Dann machen wir die Wege noch weg. Jetzt wird schon weniger. Ich hoffe, das war auch... Nein, das war Teppich. Teppiche können wir auch abreißen. Da können wir gleich eine Handelsroute einrichten. Das machen wir auch gleich. Hier, zack. Alles weg. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Lagerhaus. Ja, jetzt haben wir nur noch die Laternen hier und die zwei Pfeifen. Das ist gut. Das können wir auch hier alles wegmachen. Brauchen wir auch nicht mehr. So, Kanäle noch weg. Das passt, ja. Zack. Dann haben wir jede Menge Bauland jetzt geschaffen. Das ist sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das hier werden wir schon nutzen. Die Wasserpumpe, da machen wir noch eine Feuerwehr gleich hin. Da werden wir dann einen Weg freilassen. Und gleichzeitig hier noch das hier noch nutzen. Hier können wir auch die Teff-Farm noch abreißen. Zack. Die können wir auch abreißen. Sehr gut. So, das passt. Okay, wunderbar. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur alles versorgt bekommen. Also Teppiche, ganz klar. Müssen wir auch transportieren. Das werden wir auch machen jetzt. Und zwar nehmen wir hier ein Schiff. Sollen wir das nur für Teppiche nehmen? Ja, müssen wir später wahrscheinlich irgendwie machen. Dann nehmen wir die Hypotam-Dingsbums. Das Schiff auf alle Fälle. Mal sehen, wo ist das? Hypotampus, Hypo, genau. Du darfst hier Teppiche einladen. Ich denke, die Produktion, die wird jetzt richtig hochgefahren. Das passt. Wo sind die Teppiche? Hier. Boah, 355 Tonnen schon. So, dann hier ausladen. Sehr gut. Und ab geht's. Gut, haben wir schon mal unsere Hauptstadt mit Teppichen versorgt, Tamburin. Das ist doch sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir hier Salzfleisch. Ja, ich denke, da müssen wir wohl in der nächsten Runde dann ran. Versorgung sieht so auch nicht schlecht aus. Das sieht eigentlich ganz, ganz ordentlich aus. Hier werden wir dann etwas die ganzen, da wo die Rathäuser sind, machen wir natürlich alles mit Gelehrten voll. Ganz klar. Irgendetwas einsetzen. Ich weiß noch nicht was. Arbeitskräfte plus 40. Einkommen pro Haus plus 40%. Das ist krass. Aber kommt auf alle Fälle. Ja. Hier lassen wir das mal so, wie es ist. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns diese Fläche hier vornehmen. Ja, hier werden wir komplett zubauen mit Häusern. Das wird sehr, sehr spannend werden. Was haben wir denn? Ja, wir sind schon fast am Ende wieder. Aber gut, wir haben heute einiges hinbekommen. Und zwar, ja, die Teppichproduktion, die läuft jetzt richtig gut. Dann können wir noch ein bisschen die Lagerhäuser ausbauen. Ja, jetzt brauchen wir wieder Material. Geht doch einiges drauf hier. Ja. So. Gleich wieder hoch. Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge jetzt mal zusehen oder schauen, wie es hier mit dem Salzfleisch aussieht. Ja, hier können wir auch bessere Items auf alle Fälle reinnehmen. Das ist ein bisschen nicht optimal, was hier drin ist.
Ja, der da, also der muss auf alle Fälle noch raus. Der ist ein bisschen wenig. Ja, hier müssen wir erhöhen, ganz klar. Das ist zu wenig hier, ja, was wir hier haben. Hier müssen wir auf alle Fälle erhöhen. Schaue ich gerade mal. Ja, Salz brauchen wir halt auch mehr. Salz. Woher bekommen wir Salz? Ja, Salz ist einfach... Also ich würde sagen, die Krebse, die müssen früher oder später hier leider weichen. Und da können wir nämlich schon mal 6 Salz mehr, 7. Aber trotzdem ist das noch zu wenig. Also, guck, schau mal. Jetzt bringen wir mal ein richtiges Item hier. Tierhöfe um 70% erhöht. Dann nehmen wir den hier raus. Und den hier rein. Zack. Dann läuft es gleich besser. Trotzdem brauchen wir mehr Salz. Wir müssen mal überlegen, ob wir ja, hier vielleicht ein bisschen Salz abbauen. Ich denke, das wäre vielleicht kein Fehler. Hier macht man ja schon Salz. Dass wir jetzt, sagen wir hier, müssen wir schauen, Salzfleisch, Salz, genau. Dass wir hier wirklich... Auch hier müssen wir weiter rein. Das ist ja blöd. Ja, ich denke so. Gar nicht schlecht, oder? Würde ich sagen. Ah, zack. Bisschen die Salzproduktion erhöhen hier. Ja. Ich denke so. Gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, wie hoch das jetzt geht hier mit dem Salz. Aber ja, brauchen wir auf alle Fälle. Ganz, ganz wichtig. Kriegen wir hier noch einmal Salz vielleicht hin. Da muss man das natürlich dann hochbringen, das ist klar. Okay, passt hier nicht. Da muss man halt später noch ein paar Lagerhäuser einfach hinbauen. Einfach hinbauen, was geht. Gut, wunderbar. Ich denke, ja, sind ein bisschen überlastet alle hier, unsere, unsere Lagerhäuser hier. Da, aber es ist ja ganz klar, ich meine, ganz klar, sieht ansonsten sehr, sehr gut aus. Produktion läuft hier jetzt massig an, denke ich mal. Es passt hier, ja, wird überall fleißig gearbeitet. Teppichknüpfereien laufen wirklich richtig gut jetzt an. Hier fehlt es Indigo, das kann ja nicht sein. Irgendwie, nee. Ja, müssen wir eventuell ein paar Lagerhäuser noch dazu bauen, ganz klar. Die kommen hier irgendwie gar nicht mit. So eine Massenproduktion haben wir hier. Richtig krass. Aber es läuft, ja. Es sieht da, das passt alles. Ich bin zufrieden. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Haben wir gut hinbekommen. So können wir in der nächsten Folge dann die Stadt erweitern. Auf alle Fälle. Das machen wir. Wir brauchen halt ein bisschen Salzfleisch noch. Laternen, da müssen wir schauen, und Brillen, das ist Teppich, passt jetzt, denke ich, sollte kein Problem mehr darstellen, Teppiche haben wir wirklich genug, ansonsten ja, sieht es ganz gut aus, also es läuft, Laternenmacher, da können wir auf alle Fälle, müssen wir mal schauen, wo wir die machen, eventuell hier, dass wir hier ohne Arbeitskräfte irgendwie so das weitermachen. Ich glaube, ich lass mal gleich nochmal die Glocke herstellen. Die 50% die Arbeitskräfte runterdrückt. Ja, die brauchen wir auf alle Fälle entwickeln. Dann, was haben wir dann noch gehabt? Aber Laternenmacher haben wir ja auch noch Items. Ja gut, das kriegen wir schon hin. Sieht sehr, sehr gut aus. Envisa läuft, Envisa wächst.
hier bauen wir wirklich schon fürs Endgame. Das wird nicht mehr versetzt, hoffe ich mal. Ui, hier haben wir einen Weg abgerissen. Das ist nicht so gut. Ja, hier wird nichts mehr versetzt. Das bleibt. Hier wird gebaut für die Ewigkeit. ja, sehr, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, dann ist meine Freude natürlich riesengroß. Geht mal auf meinen Kanal vorbei, da gibt es weitere spannende Projekte. Ja, und jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich kochen. Meine Jungs, die kommen bald von der Schule nach Hause. Deshalb wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Anno 1800 Finale. Der Dad Zock, der ist jetzt raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.